Willkommen zu einer neuen Session von Let's Play Titan Quest. Wir sind hier immer noch nicht fertig in der Hochebene von Gizeh. So, du musst natürlich die Viecher wieder angreifen. Das war wieder spektakulär. Leider ist mir die Originalaufnahme nicht abhanden gekommen, ist falsch gesagt, sie ist einfach nicht vorhanden, weil ich irgendwie so schlau war und den Mute-Knopf beim Headset aktiviert hatte. Sehr klug. Daher muss ich das alles nochmal irgendwie jetzt nachsynchronisieren, während wir hier die Käfer bekämpfen. So, ein Außenpanzer. Das Problem ist, wenn wir jetzt beim Außenpanzer, wir haben keine weiteren Außenpanzer, aber das habe ich nicht gleich gemerkt. Wir haben die irgendwie schon mal eingesetzt, woran ich mich aber auch nicht mehr direkt erinnern kann. Jetzt suche ich nämlich gerade ab und ich sehe gerade, wir haben einen zweiten Rucksack. Ich habe keine Ahnung, wann wir den bekommen haben und warum mir das beim Spiel nicht aufgefallen ist. Jetzt, wo ich es nochmal angucke, sehe ich, wir haben einen zweiten Rucksack. Hammer. Gut. Insgesamt, glaube ich, 5 Folgen muss ich jetzt nachsynchronisieren. Ein toller Spaß. Wir erkunden jetzt erstmal noch hier weiter die Gegend. Wir schwimmen unseren Kernbewohner, machen die hier noch kurz fertig. Und gehen dann nördlich zur Pyramide weiter, weil dort noch ein wenig Schwärzes zu sehen ist. Hier haben wir jetzt alles aufgedeckt, jetzt können wir wieder umkehren. So, die Pyramide haben wir umrundet. Die Pyramide von Khufu befindet sich aber südlich von uns. So, wir haben also die große Pyramide von Khufu und noch diesen extra Höhleneingang. Wir werden jetzt erstmal nach unten hier noch gehen, die Seite abchecken, die paar Käfer vernichten und dann gleich weiter zum Höhleneingang latschen. Und wir haben einmal Spektral, ich weiß es gar nicht, auf jeden Fall Materie, noch mehr kannst du die nicht tragen. S-Materie. Und wir müssen gleich mal wieder schön beamen, weil wir alles wieder voll im Inventar haben. Trotzdem versuche ich es jetzt nochmal beim Juwelenstab, weil der natürlich wesentlich kleiner ist und passen dürfte. So, dann verkaufen wir mal wieder. Und der Typ hat... Ich habe keine Zeit zum Plaudern. Ich bin zu beschäftigt. Der hat viel zu tun. Ich nehme an, du möchtest etwas, das ausverkauft ist. Und deswegen steht er auch den ganzen Tag da rum und kauft unsere Sachen ab, weil er einfach so beschäftigt ist. Mögen die Götter dich beschützen. Also, die Spektralmaterie haben wir jetzt dann dreimal. So, dann gehen wir mal rein. Wieder. Na, ich will jetzt nicht sagen. Ah, doch, ein Grab. Jetzt, ich kam auf die Endzeit nicht auf das Wort. Ich wollte Ruine der Verstorbenen sagen. Als Umschreibung. Hier rennt hier wieder. Oh, das Geister umherspringen. So, gehen wir erstmal nach oben.
Wieder ein paar Skelette, die auf uns warten. Die haben wir schön platt gemacht. Du hast keinen Platz mehr. Und wir haben mal wieder keinen Platz mehr. Das heißt, es wird wieder Zeit für einmal beamen. Kann ich dir helfen? Jo, nimm alles, was ich hier habe. Ist ein bisschen doof, dass man den Moos ja bei der Aufnahme nicht sieht. Ist auf jeden Fall einer dabei, sonst könnte man schlecht den Helden steuern. Gibt natürlich Spiele, wo das mit WASD möglich ist. Aber ich finde, bei so einem Hack-and-Slash-Spielen ist das immer ganz praktisch mit der Maus. Und er hat natürlich nichts Schönes für uns dabei. Wir sind momentan also top ausgerüstet. Ja, da ist nichts. Komm, kannst du mir glauben? Komm ruhig wieder. Packen wir den Rest hier noch ein. Ein paar Wurms wieder, die wir schön platt machen können. Ach du Gott, da ist ein Haufen Kram in den Knochen gewesen. Wundert mich, dass wir nicht gleich wieder beamen mussten. Hier kommen wir nicht durch. Sackgasse. Und wieder mal ein paar Mumien. Noch so, mehr kannst du nicht tragen. Jetzt müssen wir beamen. Ja? Jetzt kommt mir das Verkaufen total langsam vor. In Ordnung. Und nicht wundern, wenn der das Ganze nicht ganz asynchron ist, aber der VLC-Player lädt manchmal hier die Datei nach. Wahrscheinlich wegen der Größe, kriegt er das irgendwie nicht gebacken. Und mein anderes Aufnahmeprogramm, ja, läuft einfach weiter. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das irgendwie zurechtgeschnitten bekomme. Jetzt waren das vielleicht so 5 bis 10 Sekunden, wo er nachgeladen hat. Und meine Sprachaufnahme weiterlief. Und wir haben hier wieder viel Loot. Aber wenn man das so sieht, könnte man echt denken, das spielt man nur mit Tastatur. Und wir haben eine massive Steintür mit dem vermissten Bruder. Ich bleib weg. Und das ist ein Geh Fall nicht für hinein. Er ist super geworden. Er gehorcht mir nicht. Und wir haben es mit Hesi Sunepf zu tun. Ein Ahnenwächter. Der uns hier gerade ganz schön platt macht. Aber richtig, verpiss dich. Nein, nein. So, wieder hier runken. Der ist zu schnell. Und zu stark. Wir müssen, genau, in der königliche Truhe. Die entlernen wir erstmal, bevor wir wieder mit dem Unas reden. Du Dann hast keinen Platz wir ihn mehr. Wieder. Was? In Ordnung. So, und eine Essenz, die wir momentan nicht doppelt haben oder so. Das heißt, du kannst sie überlegen. So,
Jetzt mach aus und geh weiter. Judentauch. Er ist tot, oder? Ich hatte gehofft, ich könnte ihn gegen die Monster einsetzen. Er hätte auf meinen Befehl hören sollen. Es war, als ob er besessen wäre. Meine Schwester Tatari muss Krankvorsorge um mich sein. Ich sollte zu ihr zurückkehren. So, dann gehen wir mal hier raus. Wir sind ja hiermit fertig. Aber nee, noch nicht ganz fertig. Wir haben ja noch die untere Seite hier. Wieder mit ein paar Würmern. Und ein paar Geistern. So, dann gehen wir jetzt die große Pyramide noch ab. Das ist kein Erfahrungsschrein, schade. Ein Paket verließ. Und die scheiß Geister wieder. Wenn man da nicht aufpasst, dann kriegt man ganz schön leicht den Arsch versohlt. So, ein weiterer Außenpanzer. Und wir haben jetzt nur noch die große Pyramide hier vor uns. Mit ein paar Skeletten und... Och du Scheiße. Ein Haufen von den Geistern, oh Gott. Ich muss sie trinken. So, alles geplättet. Noch mehr kannst du nicht tragen. Dann müssen wir halt wieder beamen. Was möchtest du? Verkaufen wie immer. Solltest du langsam wissen. Mögen die Götter dich beschützen. Genau wie ich befürchtet hatte. Aber den Göttern sei Dank. Unas lebt. Gesegnet seiest du, Fremder, für deine Hilfe. Dieser Wächter war nicht unser einziges Familienerbe. Nimm das. Es könnte nützlich sein. So. 10.000 Erfahrungen. Hey, das ist nicht schlecht. Und irgendeinen Ring, den wir wahrscheinlich eh wieder verkaufen werden. Hier haben wir noch eine Kiste. Den nehmen wir. Zack, zack. Und den Helm noch. Und dann reden wir mal die Typen. Monster sind hier eingebrochen. Sie müssen aufgehalten werden. Wenn sie den Sarkophag des Pharao besudeln, dann werden schreckliche Dinge passieren. Wieder ein Fall für einen Superheld. Khufus Fluch. Und das ist dann wieder eine gute Stelle für ein Folgenpäuschen. Spitze, bedanke mich. Bis dann.